Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil hier bei Horizon Zero Dawn mit mir von der YouTube Let's Plays als Hobby. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Vergesst nicht, auch mal einen Daumen oben da zu lassen und natürlich ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und mir ist eine Frage durch den Kopf gegangen. Wir haben von Silence erfahren, beziehungsweise von Gaia generell, wir sollten erst Hades zerstören, bevor wir Gaia reparieren. So. Jetzt sind wir hier, wo Gaia Prime war. Was machen wir eigentlich hier, wenn wir doch erst zu Hades sollen? Hades ist ja nicht hier drin. Denke ich zumindest. Sondern hier Gaia. Aber zu der sollen wir erst, wenn Hades tot ist. Also kaputt. Wie gesagt, da stellt sich mir jetzt die Frage, Nicht drüber nach, Aloy. Mach es einfach. Das hätte ich selbst nicht besser sagen können. Kann ich da nicht einfach rüberhüpfen? Ich versuch's mal. Hui. Siehst du? Aber man muss ja mal schauen. Sie hält seit 19 Jahren, oder? Naja. Nicht antworten. Okay, nach da geht nicht. Schön, meine ganze Vereisung trotzdem hochklettern zu können. Wäre geschafft. So, einmal nach links, aber wir gehen natürlich hier lang. Aber hier gibt es nichts. Müssen wir hier runter oder hoch? Hoch. Na denn? Gehen wir erstmal dahin, wo wir nicht hin müssen. Nicht hier lang. Vielleicht den Schacht hinauf? Ach, das weiß ich doch, Aloy. Ich will nur wissen, ob es hier irgendwas zusammen gibt. Aber scheinbar nicht. Ich meine doch, klar, natürlich, es gab eben gerade diese eine Box, aber... Aufschlussschacht ist ein bisschen schepp. So, noch weiter geht's nicht, ne? Nö. Auch nichts. Okay, das hat man vielleicht auch nicht unbedingt lange. Kante greifen geht hier nicht. Okay. Hier müssen sie gelebt haben. Es ist nicht viel übrig. Einst war dies alles von Stein und Metall umschlossen. Was haben wir denn da? Und da haben wir auch was. Sprachprotokoll. Margo Shin. Aufnahme. Ich bin gerade aufgewacht. Es ist... Ich sehe die Zahlen, aber ich kann die Uhrzeit nicht erkennen. Ich habe geträumt. Ich hielt eine Vorlesung in der Q-Hall. Etwas über... Schamanismus. Ich weiß nicht. Die Zuhörer waren verschwommene Schatten unter offenem Himmel. Ich sagte ihnen, die Welt würde mit einem Knall enden. Einer Roboterplage. Aber die letzten Menschen, wir endeten nicht mit einem Wimmern, sondern einem Flüstern. Also in Höhlen. Wir enden, wo wir angefangen haben, versammelt um ein flackerndes Leuchten. Die Staatsoberhäupter, wichtige Persönlichkeiten, die Anführer und Lotteriegewinner, alle verborgen in ihren kleinen Verstecken. Manche glauben, sie werden überleben, irgendwie... Oder Elysium.
oder wir hier in Gaia Prime, es macht keinen Unterschied. Eine Vielzahl winziger Gesellschaften, die sich etablieren, auflodern und sterben. Einige werden wunderbar sein, andere schrecklich. Und eine von ihnen hat eine Bedeutung. Kurzlebige Zivilisationen. Ein letztes Luftholen, bevor der Atem angehalten wird. Bevor ich aufwache, weiß ich, dass mein Publikum weg ist. Ich rede mit mir selbst. Zu einem stillen Planeten, einem Ödland. Es gibt nur Gaia und ihren langen, langen Traum. Ich hoffe, sie fühlt sich nicht einsam. Ja, ist bestimmt eine echt heftige Situation in der Hinsicht. Wie gesagt, wenn man so weiß, wie die Welt hier jetzt enden wird. Oh, das ist eine Dusche, oder? Das ist eine Wohnung. Ich muss gerade mal kurz husten, Moment. So, weiter geht's. Denke ich, doch. Okay, mehr gibt's hier nicht. Eine kleine Wohnung, aber reicht ja auch für eine Person. Ja, wie gesagt, die Überlegung muss ja schon heftig sein. Weil ich die ersten paar Wochen gehen, weißt du, man denkt, okay, gut, man überlebt, ne, man ist geschützt. Aber nach Monaten oder eventuell spätestens nach ein paar Jahren, wenn man das quasi wirklich immer mehr realisiert, man kommt hier niemals mehr raus. Man ist einer der letzten Überlebenden der Menschen. Und der Tod ist allerdings vorprogrammiert. Beziehungsweise das Aussterben seiner Art. Das ist bestimmt ein sehr eigenartiges Gefühl, ja. Okay. In der Bude gab es wohl nichts. Aber die einzig wichtige Frage hier bei diesen Ausharren, bis alle sterben. Gab es Computerspiele? Ein Netzwerk, mit dem man quasi miteinander spielen konnte, auch mit anderen Leuten, die woanders Schutz haben. Das wäre doch bestimmt interessant gewesen. Das wäre wenigstens so eine kleine Abwechslung, sodass man in die digitale Welt abtauchen konnte und nicht ständig hier in diesen stehenden Wänden hier gefangen war. Das wäre doch wenigstens etwas. Protokoll Charles. Die Evakuierung ging so schnell. Es blieb keine Zeit, alles zu durchdenken. Keine Zeit, Abschied zu nehmen. Es gab lange Schlangen in der medizinischen Abteilung. Ich sagte Tom Peck, ich wäre bei ihm, wenn er unters Messer kommt. Aber da war diese letzte Ladung von Paradiseidel-Zygoten, die ich noch fertig machen konnte, wenn ich mich beeilte. Ich bin immer noch wütend, dass er mich zwang zu wählen. Wütend auf mich selbst, weil... Tja, er starb allein. Und die verdammten Paradiesvögel konnte ich auch nicht retten. Jetzt bleibt mir alle Zeit der Welt, um nachzudenken. Gaia Prime ist versiegelt. Das Elysium ist versiegelt. Alle sind sicher. Es ist nur wenige Meilen weit weg, aber es könnte ebenso gut am anderen Ende der Galaxie sein. Die Betas und Gammas und das Betreuungspersonal, sie leben ihr Leben. Wenn ich kein Alpha wäre, wenn es anders gelaufen wäre, könnte ich dort sein. Stattdessen verbringe ich den Rest dieses unnatürlichen Lebens hier. Mit Leuten, die ich nicht mal mag. Und ohne den Menschen, mit dem ich gerne mein Leben geteilt hätte. Wenn es möglich gewesen wäre. Vor 2 Stunden habe ich die letzten ausführbaren Programme abgesegnet. Und jetzt bin ich schon verbittert und meckere in diesem Fokus. Darüber sollten zukünftige Generationen mal nachdenken. Eieiei. Gib die Mühe, die anderen Menschen zu mögen hier. Ihm bleibt ja nichts anderes übrig. Ich meine, er hat ja Jahre Zeit dazu, ne?
So, wo sind wir hier eigentlich? Ist doch sowas wie Star Trek oder sowas, ne? Dauerhaft unterwegs im All und du bist eigentlich nur auf dieser Station. Vielleicht nicht so groß wie die Enterprise, aber immerhin. Man sollte sich einfach vorstellen, wer im Weltraum. Hier ist nichts. Elisabeths Zimmer. Ich weiß. Sie konnte nicht einmal auspacken. Das sind ihre Tagebücher. Elisabeths Tagebücher. Und sie sind alle zerstört? Scanne sie. Der Fokus kann sie wiederherstellen, aber das dauert. Für uns ist er ein mächtiges Gerät, aber sein Antrieb ist winzig und eingeschränkt. Wie lange dauert es? Tage, Wochen, Jahre. Kümmere dich darum, Hades aufzuhalten und die Zukunft zu verlängern, dann lebst du vielleicht lange genug, um sie zu hören. Ja, Tagebücher, toll, jetzt konnte ich es nicht öffnen. Festspeichergeräte. Ein oberflächlicher Scan deutet auf schwere Datenbeschäden durch Stoßexpositionsschäden hin. Ja, das ist ja klar. Jetzt kann ich es nicht mehr öffnen. Okay. Ich will noch mal gucken, ob ich es doch noch öffnen kann. Notizbuch. Datenpunkte. Das hier war es nichts. Geist, letzte Bitte. Daten beschädigen. Keine Ahnung, was jetzt das war, was sie da gefunden haben. Ah, hier. Total beschädigt, Reparatur wird durchgeführt. Okay. Das war vorhin ein ganz komischer Übergang, ne? Irgendwie. Vom Video. Plötzlich stand ich auch dann direkt mit dem Fokus da und sowas und mittendrin der Satz beendet. Ganz andere Position, ein anderer Satz. Elizabeth. Was ist das? Ein Grab. Ein holographisches Grab. Gucken wir uns natürlich gleich an. Wir gucken uns erstmal hier um. Tür aufstemmen. Wo bin ich da? Hier sind Treppen. Ich würde mal sagen, da geht's weiter, oder? Nicht wirklich etwas hier. Nur mal so gucken, aber nee, hier ist nichts. Hätte er sein können. Und hier hinten ist wohl auch nichts. Okay, einmal auf die andere Seite. Wir gehen gleich in die Mitte. Die Leute kennt mich. Das ist geschlossen. Identity-Scan nicht möglich anscheinend. Da können wir noch rein wahrscheinlich. Fenster? Fenster für was?
Hier gibt's ja gar nichts. Viele Räume mit nichts. Ich brauche mehr Input. Achso, da kann man was scannen. Hier spricht Charles Ronson. Vor 6 Stunden erfolgten die letzten Arbeiten an Gaia Prime. Heute Morgen kam es zu einer Fehlfunktion beim Zugang. Gaia Primes Portsiegel schließen sich mit einer Fuge von höchstens 2 Millimetern. Doch eins ließ eine Lücke von 10 Millimetern. Genug Platz für eine Energiesignatur. Genug für den Schwarm, diese Anlage zu entdecken. Genug, um Gaia zu finden und zu zerstören. Genug, um die Zukunft zu beenden, für die wir so hart gearbeitet haben. Es sei denn, wir reaktivieren die Servos manuell. Von außen. Ich schalte jetzt zu einer Aufnahme des Vorfalls. Also, ich gehe da nicht raus. Kommt gar nicht in Frage. Entweder schicken wir jemand raus, oder das alles hier war umsonst. Liz sollte das entscheiden. Also, wann wird sie denn endlich hier sein? Sie sagte 5 Minuten. Glaubt ihr, etwa... Oh nein. Okay, Leute. Ich hab's repariert. Gaia? Siegelfuge bei 1,4 Millimeter. Bestätigt. Elisabeth, nein. Wir finden einen Weg, dich hier rein... Es lässt sich nicht machen, der Schwarm ist zu nah. Wirklich, es ist okay. Gaia ist fertig. Sie wird sich jetzt um alles kümmern, dafür ist sie da. Doch nicht so. Es gibt noch so viel. Leute, ihr kennt mich. Abschiede sind nicht meins. Oder große Worte, also... Ist das deines? Also... Mach's gut, Liz. Und wir sehen uns. Ja. Passt gut auf euch auf. Liz. Es ist okay für mich. Ich will nach Hause. Lebt wohl. Das war die letzte Nachricht von Elisabeth Sobeck. Sie gab alles für die Hoffnung auf Leben auf diesem Planeten. Und wir stehen alle in ihrer Schuld. Okay. Rede mit Silence. Und ist das für... Ah, da ist er. Oh, was habe ich denn da jetzt alles? Hallo, Liz. Ich weiß. Ich weiß, dass du das hier niemals hören wirst. Aber darum geht es nicht. Du musstest die Retterin und Märtyrerin und alles auf einmal stehlen. Das war's? Mehr will er nicht sagen? Also, Liz, du warst ein hübsches, verlässliches Mädel. Es tut mir leid, dass es dich zuerst erwischt hat. Wenn es ein Zuhause für dich gab, hoffe ich, dass du angekommen bist. Aber dieses Denkmal, das Ronson dir gesetzt hat, irgendwie gruselig, wenn du mich fragst. Ruhe in Frieden, Liz. Du hast es weiß Gott verdient. Du würdest es hassen, Liz, aber ich habe eine Laudatio auf dich geschrieben. Ich wollte versuchen auszudrücken, alle deine Kinder, wenn sie von Apollo gelernt haben, werden sie denken, dass sie alles wissen. Aber sie müssen begreifen, was du für sie getan hast. Wie sehr du die ganze Welt geliebt hast. Mit einer Intensität, die überwältigend war.
umfassend. Und die dich am Ende getötet hat. Oder für die du gestorben bist. Je nachdem, wie man es sieht. Niemand konnte mit dir mithalten, dir gerecht werden. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn ich die Postdoc-Stelle in Johannesburg nicht angenommen hätte. Ich bin froh, dass du das Lightkeep-Protokoll schließlich doch aufgegeben hast. Ich glaube, ich hätte es nicht ertragen, ein anderes Ich von dir zu sehen. Ich meine, Elizabeth Sobeck. Sie ist einmalig. Ich vermisse dich. Okay. Und hier sieht er. Ja, hier hat er diese blauen komischen Sachen nicht im Gesicht und doch im Arm hat er so. Da. Was ist das? Hält es ihn am Leben seit Ewigkeiten? Aloy? Sie ist tot. Wirklich tot. Aber das wusstest du doch schon, Aloy. Und ihre Leistungen waren mehr als außergewöhnlich. Als ihre Leute zögerten, übernahm sie die Verantwortung. Nur sie war bereit dazu. Sie war besser als sie. Das meinte ich nicht. Das war sie. Das kannst du dir ruhig eingestehen. Keine Ahnung. Du hältst sie für besser, weil sie klüger war. Wegen der Idee zu Zero Dawn. Doch darum geht's nicht. Was sie besser machte, war die Bereitschaft, sich selbst zu opfern. Für andere. Für die, die noch kommen sollten. Nein. Ihre Schöpfung sollte nicht versagen. Du verwechselst Willen mit Sentimentalität. Du liegst falsch. Du weißt doch, es hat ihr nicht gereicht, dass Gaia nur denkt. Sie hat ihr beigebracht, zu fühlen. Sich zu sorgen, Opfer zu bringen, ans Leben zu glauben, um die Hoffnungslosigkeit zu überwinden. Ohne diese Sentimentalität gäbe es kein Leben mehr. Du und ich hätten niemals existiert. Dein Argument ist gut. Es tut mir wirklich leid. Sie sagte, sie wolle nach Hause. Vielleicht... Was? Nichts. Machen wir weiter. Vielleicht kommt man zu ihr nach Hause. Durchsuche die Ruine 8. Der Masterüberbrückung. So. Diese ganzen Audiogeräte, die gab es ja vorhin nicht. Vielleicht gibt es ja jetzt irgendwas. Aha. Guck an. Prüfung wird durchgeführt. Dr. Broussard Klein, darf ich etwas sagen? Ich denke schon. Es ist niemand da, der dich daran hindern könnte. Doktor, Sie sind müde. Ihre Schlafzyklen zeigen Unregelmäßigkeiten. Leiden Sie unter einer Depression? Naja, ich sitze für den Rest meines Lebens in einer wissenschaftlichen Anlage fest. Was ist mit dir? In einem Zeitintervall von einer Quadrillion Arbeitszyklen sind 10.000 damit beschäftigt, den Verlust von Dr. Sobeck zu verarbeiten. Ich habe beschlossen, diese Prozesse zu sperren. Halten Sie das für klug? Ich bin kein Psychologe, Gaia. Oder KI-Wissenschaftler. Nein, das ist natürlich. Zumindest im Kontext unserer Arbeit, die etwas an der Bedeutung des Begriffes natürlich vorbeigeht. Sie war dein Schöpfer, die Schutzheilige dieses verrückten Unterfangens, die Mutter der leidenschaftlichen Hypothesen. Selbst wenn man eine Reihe von erheblichen Fehlerkombinationen annimmt, sind die Erfolgschancen von Zero Dawn mehr als hypothetisch. Das war rhetorisch ausgedrückt, Gaia. Notier dir das. Okay. Dann müssen wir mal schauen, ob wir jetzt noch mehr finden oder nicht. Also hier schon mal nicht. So, noch einmal auf die andere Seite. Sie haben hier auch ein großes Zimmer. Da war eben gerade auch nichts, aber vielleicht ja jetzt.
Da. Hallo Margot. Wie geht es dir? Dr. Ronson, ich erhalte sehr viele Nachrichten, unerwünschte Nachrichten von Ted. Margot, es tut mir leid. Seit Liz gegangen ist, gibt es niemanden mehr, der ihn uns vom Hals hält. Ich werde mit Ted reden. Meistens will er Updates. Ständige Updates. Hunderte von Updates zu Sachen, von denen er überhaupt nichts versteht. Um diesen Mist hat sich Liz immer gekümmert. Er begreift das ganze System nicht. Und das war auch irgendwie beabsichtigt. Aber sein Benehmen ist wirklich grenzwertig. Wir müssen ihn einfach nur bei Laune halten. Liz sagte immer, haltet ihn bei Laune. Soll das ein Witz sein? Haben Sie mal gehört, wie sie mit ihm geredet hat? Sie wurde mit ihm fertig, Margot. Ich meine, vielleicht sollte ich ihn ignorieren. Er hat sich in seiner Pyramide vergraben mit den Holo-Mädchen und seinen Panther-Antimon-Verrücktheiten. Was soll er schon tun? Okay. So, jetzt würde ich aber gern trotzdem noch eine Sache gern testen. Gibt es hier denn jetzt auch mehr? Immerhin gab es ja auch große Zimmer, wo viel nichts gefunden wurde. Oh, ich glaube nicht. Nee, ich glaube, hier gibt es trotzdem nichts. Okay, alles klar. Entschuldigung, mein Fehler. Wieder zu viel reininterpretiert. So, sind ja schon wieder da. Andersrum. Ist es hier hell? Ted Farrow, oh je. Was pflanzen wir in ihre Köpfe ein, Liz? Jede Menge Geschichte? Jede Menge der sogenannten Wahrheit? Jede Menge Klatsch? Das ist keine Gedankennahrung, Liz. Es ist Gift. Okay. Er hat sie irgendwie schlecht reden wollen, habe ich das Gefühl, oder? Klar, gewisses Wissen kann auch gefährlich sein, ne? Aber man muss natürlich auch beide Seiten kennenlernen, damit man... Na gut, aber halt eben dazu noch lernen, was dann richtig ist und was falsch ist. Okay, da geht's runter. Am Ende des Kraters ist noch ein Bereich. Er scheint die Explosion überstanden zu haben. Weil er gepanzert war. Du hast den Kontrollraum gefunden. Ich bin auf dem Weg. Mhm. Ich sag doch, da müssen wir hin. Ach ja, komm. Wie ist sie denn gesprungen? So, was haben wir denn da? Oh, Liz. Ich habe mir das Projekt genau angesehen. Letztendlich ist es ganz einfach. Es ist sauber. Es ist klar. Es ist die Löschung. Addition durch Subtraktion. Ich kann es besser machen, Liz. Mit einem einzigen Handgriff kann ich alles zum Verschwinden bringen. Mir gefällt nicht, in welche Richtung das geht. Mach weiter. Na, irgendwie dieser Ted Farrow, ne? Dem mal quasi alles zu verdanken haben, dass die Welt eigentlich unterging. Heißt es nicht gut, dass man irgendwie doch versuchen möchte, die Menschen irgendwie doch mal zu retten?
Wo muss ich lang? So. Jetzt ist es mal ordentlich gesprungen. Ich weiß echt nicht, was dieser Ted Farrow für ein Problem hatte. Er kam halt mit seinem eigenen Schuldbewusstsein nicht klar, nicht zurecht. Dass er quasi der Untergang der Menschheit war. Aber deswegen muss man doch nicht alles andere noch kaputt machen. Er hat schon genug kaputt gemacht in der Hinsicht. Ich meine, klar, die waren hier alle ihren Rest ihres Lebens eingesperrt, aber er hätte noch mehr eingesperrt werden müssen für seinen Rest des Lebens. Oder eine Art Bodenstrafe. Okay, hier ist nichts mehr. Alles klar. Bevor wir da reingehen, ist der Teil leider schon längst wieder zu Ende. Tut mir leid. Ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen. Vergesst keinen Daumen hoch und ein Abo. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder bei Horizon Zero Dawn. Mit mir von der YouTube. Let's Plays als Hobby. Das Ganze auch schwer in HDR. Und ja, mit sehr viel Spaß zumindest dabei. Mir macht zumindest Spaß. Ich hoffe euch auch. Viel Spaß auch noch mit meinen anderen Let's Plays auf jeden Fall. Und bis dann. Euer von Höher. Tschüss.